Hallo, schönen guten Tag an euch alle. Heute ist ein ganz wichtiger Tag, Vatertag, weil dann mal ehrt man seinem Vater. Ich habe auch ein besonderes Outfit an. Ich und Uwe werden sich dann treffen und den Vater ehren nochmal, wie jedes Jahr. Und das Wichtigste, heute ist auch Christi Himmelfahrt, aber für mich ist Vatertag das Wichtigste, weil ich und so weiter und die Geschwister, besonders auch der Uwe, hat sehr viel vom Vater gelernt. Das ehren wir ein bisschen die Väter von unseren Vätern und unsere Urväter. Hier ist zum Beispiel mein Urgroßopa. Das ist der Vater von meiner Mutter, ihr Vater. Hier sehen wir ihn. Das ist mein Opa. Der Vater von meiner Mutter. Es geht aber weiter. Ohne die Väter würde es uns nicht geben. Hier können wir ihn sehen. Das hier ist der Vater von meinem Vater. Und hier natürlich ist mein Vater. Ganz wichtig. Ja, das nächste Punkt ist, das Bild liebe ich sehr, ich und mein Vater. Was haben wir alles von unseren Vätern gelernt? Sehr, sehr viel haben wir gelernt. Wenn wir jeden Tag reden, es gibt kaum einen Tag, wo ich oder Uwe nicht von unserem Vater reden. Was haben wir alles gelernt? Alles, was wir wissen, wissen wir von unseren Vätern und unseren Müttern. Aber heute ist der Vatertag, deswegen rede ich heute über meinen Vater. Ich habe mein Autofahren gelernt. Ich habe meine ganze Einstellung zu den Menschen, Liebenswürdigkeit, alles von meinem Vater und meiner Mutter gelernt. Was habe ich noch gelernt? Nicht nur das Autofahren, das Auto reparieren habe ich von meinem Vater gelernt. Ich habe das ganze Haus bauen, ich kann alles fast selber machen, alles von meinem Vater gelernt. Wie auch der Uwe hat das auch gelernt. Wie einen Baum pflanzen. Den ersten Baum habe ich mit meinem Vater zusammen gepflanzt. Das war wunderschön. Mein erstes Mauer gemauert, habe ich mit meinem Vater. Mein erstes Auto repariert, habe ich mit meinem Vater. Und da kann ich tausend Sachen weitersehen. Und er hat mir viel, viel gelernt. Und ich bin bis heute dankbar. Und was hat er gelernt? Er hat das von seinem Vater gelernt. Und er hat wieder Sachen von seinem Vater. Und man lernt ja immer was Neues. Und die nächste Generation gibt es weiter. Zum Beispiel der Uwe gibt es jetzt an seine Söhne weiter. Und es wird immer weitergereicht. Und deswegen sollte man heute die Väter ehren. Wie auch zu anderen Zeitpunkt, den Muttertag die Mutter ehren. Aber ich will euch nicht viel vollsabbeln. Fährt zu euren Vätern hin und dankt sie mal für ihre ganzen Sachen, die sie für euch tun und was ihr dann für eure Kinder tut. Und so weiter und so weiter. Ich sag mal, ciao, ciao, euer Manni.